Und schon ist halb drei früh und es geht wieder los. Richtung Heimat. Haben wir noch 470 Kilometer knapp. Schauen wir, ob das die beste Entscheidung war. Für die Woche in Ruhezeit von 45 Stunden. Weil wir haben, wenn ich gestern noch weitergefahren wäre, ja, wäre ich auch weitergekommen, aber ich habe die dreiviertel Stunde gespart. Weil ich gestern 45 Minuten Pause da gemacht hätte und dann wieder 2-3 Stunden weitergefahren wäre, bis meine 10 Stunden ausgewiesen wären. Aber weil ich ja gestern Tag gleich abgestellt habe und keine Pause gemacht habe, sind die 45 Minuten übrig geblieben, die ich heute gespart habe. Oder so. Oder ich hätte sie morgen heute auch nicht gebraucht. Ah, keine Ahnung, ist ja wurscht. Auf jeden Fall. Wir werden so um 9 Uhr zu Hause sein. Tada. Geht los. Geht los. Auf und der Grosnow. Das spacige Toiletten haben sie da mit blauer Beleuchtung. Muss man sich noch mal bei Tageslicht anschauen. Olli, Olli. Ah, die Auffahrt wieder. Bloß nicht, dass du mit Schwung auf die Autobahn fahren kannst. Wäre natürlich auch Blödsinn. Scheiß zusammen. Vielleicht hat er mich viel zu überschrieben. Wenn ich überholt.
Set Champagnerstreifen. Der ist neben mir gefahren und wollte die Tüte fahren. Jetzt fahren wir 85, jetzt fahren wir wieder 92, 93. Ja, und ganz schwere Probleme. Das bisschen Vollidioten müssen zusammenarbeiten, das ist nicht normal mehr auf der Welt. In Deutschland ist es echt nicht mehr normal. Was mit den Leuten los ist, da. Und wir müssen wieder früh bremsen. Scheiß mir ab.
mal sehen, dass der los mit 92 geht. Das ist eh super. Und? Dass wir jetzt beide sterben, dass du so blöd bist. Video, das was hier da, was für die Gestörten das da gibt. Weil so deckert 0 Grad, die wird es gleich einmal überschlagen. Jetzt fahren wir 72, sehr gut. Was für ein Vollidiot, oder? Da musst du noch provozieren lassen, die ganze Nacht. Was für ein Störer.
bin gespannt, wie lange die Spaß macht. Ich lasse mich da nicht provozieren. Dafür ist mir mein Leben zu kostbar. Das in Lebensburg zu wie jetzt mache ich mir Pause früher.
schieben das Feld. Ah, fahr zu mir dort hin. Hey, bleib stehen, du Arschl. Ich kann nicht stehen bleiben. Du weißt, mit Ohren. Na, bleib stehen. Ich vergesse. Will noch nicht diskutieren wir, ne? Kennt denn wer, wenn ich das Video veröffentliche, kann man wer so in Kontakt zukommen lassen, weil man gefährdet mein Leben dort einfach, weil es nicht Spaß macht. Wie haben wir es denn? Ich habe nichts gemacht. Wir sind ganz normal gefahren. Ich hole das wieder zurück. Meine Güte. Jetzt haben wir es doch noch lebend bis zur Grenze geschafft. Schauen wir mal, ob wir da einen Parkplatz kriegen. Wir machen uns ja 45 Minuten Pause noch kurz vor der Grenze. Da, ich wollte da noch gehen, ich fahre da noch. Bin wieder zu. Sehr gut. Der Huber hat umgestellt, seinen Tacho umgestellt. Bis heim. So, hallo. 45 Minuten auch wieder vorbei. Jetzt schleichen wir uns heim.
Fick-Termine. Da siehst du, da hinten drängen sie sich alle, da ist alles frei. Pumpel die. Störung des Spurhalteassistenten. Na, grüß dich Gott, was ist denn jetzt für uns? Immer schön eine Fehlermeldung gehabt. Das Witzige ist immer, ich habe den ausgeschaltet. Und dann hat er trotzdem eine Störung. Weiß ich was auch. Für Irland. Mein Kollege der Bani ist gerade drum, der hat mir gestern Fotos geschickt von einer Pub-Tournee in Dublin. Sehr fix. Gut, dass ich da nicht dabei bin mehr. Die waren schon beim Whisky. Ganz schlecht zum Weltgefahren, ganz schlecht. Aber wir sind dann wieder was heißt, über 30 Stunden im Schiff. Düsseldorf schon vorbei. Fahren wir die Schiffe wieder zurück. Tiefflug Richtung Heimat noch 132 Kilometer. Ja, 132 Kilometer sind von der Grenze zu mir gekommen. In früheren Zeiten mit Pickel wäre mal eine Stunde gewesen, aber jetzt packst du auch schon zwei Stunden. Also schon bist du auf der Autobahn fährst, auf der Bundesstraße. Die geschissenen Geschwindigkeitsbeschränkungen und was ich mich fragen möchte, darstellen. Ja, wie gesagt, um 9 Uhr sind wir zu Hause. Wahnsinnigen und ist geisteskrank. Ja, und dann traut er sich hier nicht stehen bleiben, um eine kleine Diskussion zu führen. Nein, das sind die Indien. War witzig. Weißt du, wenn ich ihn ausgebremst hätte oder irgendwas gemacht hätte, ich habe nichts gemacht, bin ganz normal gefahren, dann hat er mich überholt und dann war er auf meiner Höhe, mit dem Motorwagen wollte schon reinblinken. Ja, denn seine Karre geht 93 und meine 88, das ist ja 5 km/h schneller wie ich gefahren. Das war ihm noch zu langsam, da hätte ich noch bremsen sollen. Ja, ich bin einfach weitergefahren. Und da macht er so ein Theater. Eine Viertelstunde lang. Keine Ahnung. Was jetzt so kranke Hirne vorgeht. Und ich vermute, dass der was gesoffen hat. Weil wenn der nüchtern war, richtige Probleme. Aber es hat die Fahrt aufgelockert. Sonst wäre es sehr langweilig gewesen. Das bestätigt meine These immer mehr, dass ich nicht mehr zu viel auf Deutschland fahren will. Was? Das ist einfach nicht normal, nicht was. Die ganzen verschrien Länder von früher, die was mit dem Verkehr, Rumänien oder Italien. Ich habe früher gesagt, dass ich nur geisteskrank gehe, ja bitte. Schaut mal nach Deutschland.
Bezahlung. Wenn ich kein Zeug kriege, kann ich keinen Leute. Logisch. Wenn ich mein LKW fahre, ist genau dasselbe. Ich gehe dorthin, wo ich am besten verdiene und wo es für mich am besten passt. Die nicht darauf Wert legen, die Speditionen, die kriegen wir zurückgegeben. Die müssen dann den Rest nehmen. Rest, es gibt ja keinen Rest. Es ist zu wenig. Das da bei der Pflege, in den Krankenhäusern, Pflegepersonal. Ich schimpfe es die ganze Zeit wegen Fachkräftemangel, aber sie machen nichts dagegen. Da mache ich heute den Pflegeberuf als Lehrberuf. Für mich also 4 Jahre, ich habe auch 4 Jahre gelernt, mit den 2 Berufen lernen. Tja, dann zahle ich denen halt mehr. Mein Gott. Ich mach mal froh sein, wenn dann jemand der hinten aus mich mal jagt und gebrechlich sind. Das ist Schmerzen ärgern. Nein, einfach mal aufhören zu jammern. Ich fahre schon wieder in den Österreicher Modus rein, sofort nur jammern und nichts dagegen tun. Ja. Genießt man den Sonnenaufgang. Wenn er denn kommt, weil da vorne ist eine Wolkenband. Gefällt mir nicht. Ich fahre heute noch einen schönen Wanderung zu machen zu Hause. Mit dem kleinen Wauzi. Dann ein paar Jager, die und ins Bett. Und meinen neuen Beamer, also neu. Zu meinem Geburtstag habe ich vorher einen Beamer bekommen. Einen ganz kleinen, praktischen. Und den kann ich auf mein Handy anhängen, dann kann ich mal so an die Decke beamen oder irgendwo hin. Das ist voll perfekt. Ist wirklich viel geil. Und ja, habe aber kein Kabel dazu gehabt von meinem Handy, also HDMI auf Handyanschlüsse. Das habe ich letztens bekommen. Und jetzt genieße ich das zu Hause im Bett liegen und riesige Leinwand. Lässig. Sonst spielt sich ja nichts mehr ab im Schlafzimmer. Was ist ein Fernsehen? Netflix schon. So, vor 4 Jahren oder ja, 3,5, 4 Jahren bin ich da noch abgefahren immer. In die Firma zum Rudi SE Transport. Und jetzt muss ich noch vorbeifahren. So wäre ich schon daheim, also in der Firma daheim. Dass ich Richtung Wien fahren kann am Montag, dass ich mit dem LKW heimfahren kann. Meine Chefin jetzt, die machen das auch so. Die hat fährt mit Stahl nach Himberg am Montag. Fährst heim, machst die Pause. Das Problem ist jetzt halt, dass ich ein zweites Auto schon langsam baue, weil ich jetzt meine Scheidung erledigt habe. Ich lebe beim Picker wie immer unten in der Firma. Zeit, dass es wärmer wird, dass ich dann zu Hause mit meinem Roller fahren kann. Wir schauen, wie ich abbiegen muss, gell? Und dann vergieße ich das komplett. Oh je, ich musste da abbiegen.
Linz geht die Sonne auf. Sehr klar, man geht in der Bundeskanzler geredet hat. Der liebe Bundeskanzler hat da gestern eine Wahlpropaganda gestartet. Ein Österreich-Programm. Das kannst du nicht erfinden. Er hat darüber referiert, was er machen würde, wenn er in der Regierung wäre. Aber sie sind in der Regierung. Super. Hätten sie schon seit 4 Jahren machen können. Aber nein. Da kommen wieder Wahlen, jetzt versprechen wir wieder alles. Und die Depperten werden schon wieder glauben. Irgendwann ist Schluss mit lustig. Irgendwann checkt sogar der Dümmste, dass das alles nur Verarsche ist. Und das wieder nichts ändern wird. Genießt man den schönen Sonnenaufgang. Abgefahren in Öd. In Öd von der Autobahn. Jetzt schauen wir, ob unser Parkplatz noch frei ist. An der Westbahn in Aschbach. Da kann man den Ötsch gar nicht sehen. Das ist der Berg da in unserer Gegend. Richtig für unser Klima. Ja. Dasselbe wie mit den Gasheizen. Oh, die wird jetzt ein Gastherme bei mir dazu bauen und einen Gastank vergraben draußen im Garten. Und 2000 Kilo Tank. Weil ich ja dann niemand mehr zu Hause ist, wenn ich da meine Scheidung, die alle ausgezogen sind, wegen Heizen, nicht? Weil das geht in Österreich nicht mehr. Mein Kollege in Italien hat knapp 4000 Euro dafür bezahlt. Gastherme, Heizungsrohre, Heizkörper, Gastank vergraben, hat nicht einmal 4000 Euro dafür bezahlt. Bei uns in Österreich geht das nicht mehr. Du kannst dann eine Pelletsheizung machen, um 28.000 Euro, ja? Wo ich dann einen eigenen Rackfunk brauche, einen neuen. Und Wahnsinn, nein, echt. Ich werde nur verarscht. Du brauchst nur die Therme, brauche ich nur in die Heizung dazu hängen. Ein paar Gasleitungen rein, einen Tank im Garten vergraben. Und einmal alle 10 Jahre kommt dir ein Gastank anfüllen, weil, wenn ich nie daheim bin, brauche ich eh nicht viel. Aber ja, wenn ich daheim bin, heiz ich wieder mit Holz.
nur, dass das nicht gefriert. Billige Lösungen sind für den Pöbel nicht mehr drin. Die zwei haben. Ich soll an der Schnur ziehen. Und schön habe ich gehört, gell? Wir abstellen, dass ich meine 45 Stunden zusammenbringe. Dass ich am Montag nicht zu spät wegkomme. Ich muss mich halt beim Taxi dann daherbringen. Da links ist ein LKW-Parkplatz und da muss man natürlich auch einkaufen. Solche Geschäfte können gefördert. Das Abblendlicht ist auch irgendwie eins kaputt gegangen. Die österreichischen Autobahn. Was da fast hier nass brüllt bei der Feuerwehr, das ist ein Wahnsinn. Wie die schon beieinander ist. Aber die Birtel, die holen alle. So ca. 60.000 Kilometer, dann sind die wieder kaputt. Die Abblendbirnen da vorne. Wie mein Navi. Das Pioneer-Gerät, das Multimedia-Gerät, das ist alle 100.000 Kilometer kaputt. Oder alle 50.000, oder 100.000, alle 100.000. Ich habe schon das zweite. Das dritte habe ich schon. Ich habe jetzt alle 70.000 kaputt. Ich bin besser wie so ein Birdl. Jona, Kim, gib mir Gas, weil du versammst jetzt sicher. Und dann überschlagst du dich da. TF4 weiter. Der Wahnsinn geht weiter. Da läuft der Wahnsinn. Fenster wieder auf. Blinkt er. Fahren wir schnell raus. Es ging ja ziemlich viel Ecke dort auf meinem Parkplatz. Ist nicht so überraschend. Asphaltzufahrt ist und nicht so ein Stick drin wäre, weil mit meinen depperten Kisten hinten drauf da. Ich muss ein bisschen aufpassen. Normalerweise fahre ich da über die Postbus-Haltestelle. Alles ist gut gegangen, gell? Da dürften sie mal ein bisschen eine Schotte herbringen. He? Das war schon super. Unkifuß, Unkifuß, Unkifuß.
Blitzmörder. Ein bisschen rauf auf den Stieg. Sehr gut. Gehen wir schon drunten aussteigen. Mehr brauchen wir nicht. Daheim ist daheim. Schnell auf Pause drücken. 8:47. Tada! Top motiviert. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, sechs Stunden und 17 Minuten. Na ja, 480 Kilometer sind wir angefahren. Ja. Kann man nicht jammern. Jetzt schauen wir noch. Wir werden da so ein Tor brauchen. Nach Himberg, wie lange das dauert. Niveau-Route. Dolodrisch wie Himberg. Industriestraße 27. Industriestraße. Was heißt 20? Keine Ahnung. Dauert wie lang? 2 Stunden 17, 170 Kilometer. Nein, ist das genau. 60. Kann ich hier um 5 Uhr wegfahren oder 9? 60 kann ich wegfahren. Nein, passt durch. Alles gut. Ein schönes Wochenende gewünscht. Das ist das 27. Jänner. Angekommen!